Villa Maggiore. Okay. Da wären wir. Schon seltsam. Ich bin aufgeregt und ängstlich. Zu langsam kommen mir sogar Zweifel. Als ob. Aber egal. Gehen wir. Wird schon alles seine Richtigkeit haben. Verschlossen. Da ist aber was drin. Naja, gut. Dumm-di-dumm. Meine Güte, wo ist sie denn? Wie lange schon waren wir nicht mehr zusammen hier, Stella? Jerry scheint sich gut um das Anwesen gekümmert zu haben. Er war einfach der beste Gärtner, den wir je hatten. Seit Vaters Tod ist Mama kaum zu Hause. Mist, ich bin viel gerührter, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Ich habe dieses Haus so sehr geliebt und vermutlich genauso sehr gehasst. Also, ich glaube nicht, dass ich hineingehen kann. Nicht einmal mit dir. Es ist nur... Nein, ich kann es nicht. Geh ohne mich. Ich warte hier auf dich. Das ist der Schlüssel. Oh, und Stella, falls du meine alte Spieluhr finden solltest, kannst du sie mir bitte bringen? Vielen Dank. Vergiss nicht, das Haus war schon immer ein wahres Labyrinth. Wenn du dich verläufst, folge einfach dem Licht. Viel Glück da drin. Ich warte hier draußen. Na, mal schauen. Dem Licht folgen. Okay. Ah, runter. Also irgendwas scheint hier zu sein. Ach, da oben. Und da oben. Oh, Webstuhlverbesserung. Das ist immer gut. Und Spieluhr gleich mit. Prima. Willkommen in meinem bescheidenen Palast, kleine Reisende. Alle meine Besitztümer sind von erlesenster Qualität. Und alles ist gegen Diebstahl gesichert. Komm also nicht auf dumme Gedanken. Nö, nö. Schade. Komme ich nicht hin. Ah. Okay. Und wieder zurück. Wieder runter. Nee, hoch, ne? Aber dann komme ich jetzt. Aber das kann ich auch im Rückweg machen. Geben wir erstmal die Spieluhr. Nein, keine Pause machen. Hast du die Spieluhr gefunden? Könntest du sie mir geben? Ja, kann ich machen. Geben. Spieluhr.
Danke. Ich werde gut darauf aufpassen. Oh, du hast noch etwas anderes gefunden? Wow, ich hatte ganz vergessen, dass wir das überhaupt hatten. Ein altes Handbuch für eine goldene Royale. Weißt du noch? Die gab es mal als Hauptpreis bei der jährlichen Dorftombola. Von der Maschine hatte ich seit der 2. Klasse geträumt, aber Vater ließ mich nie bei der Tombola mitmachen. Dieses Handbuch wird nützlich sein. Wir können es zur Verbesserung deines Webstuhls verwenden. Ja, lass uns zum Schiff zurückkehren und vergessen wir, dass dieser Ort jemals existiert hat. Nanu, lass dich mal drücken. Naja, so gut auch nicht. Hunger wirst du haben. Ach Gott. Was mochte sie denn noch? Das da. Prima. Die ist auch glücklich. Jetzt können wir noch mal gucken, ob wir in das andere Gebäude reinkommen. Liegt ja eh auf dem Heimweg. Was? Das war es also augenscheinlich nicht. Ah. Und was geht's hier hin? Ach, guck. Haha. Die nehmen wir doch noch mal mit. Und ab nach Hause. Stella, ich... Ach, nicht so wichtig. Nostalgie ist nicht meine Stärke. Ich bin schon ein bisschen froh, dass die Villa noch in gutem Zustand ist. Oder ist sie das gar nicht? Gut, reden wir über etwas anderes. Dir ist doch sicher der Aufwertenreiter auf deinem Reißbrett aufgefallen. Damit kannst du Seelenhäuser und Stationen mit Dekorationen versehen. Es ist an der Zeit, deinen Webstuhl zu verbessern. Mach dich daran, sobald du die benötigten Ressourcen gesammelt hast. Nur so kannst du Stoff aus Fäden herstellen. Nur zu. Hör zu, ich muss dir von Doug erzählen. Er hat mich in der Nacht angerufen, in der Vater gestorben ist. Mama war noch im Flugzeug und er konnte sonst mit niemandem reden. Er war höflich und hat ganz deutlich gesprochen. Wir haben vielleicht eine Stunde lang geplaudert und er hat nur zweimal geweint. Damals hatte ich mir nichts dabei gedacht, aber er war in einer Bar. Ziemlich merkwürdig für einen Buchhalter. Er sagte, Vaters letzte Worte seien gewesen, dass er mich lieb habe. Danach haben wir nie wieder miteinander geredet. Och Gottchen. Vielleicht... Ah, hier, aufwerten. Ups. Diese Hang habe ich wohl nicht ganz. Also brauche ich definitiv ein Sägewerk. Ist ja auch mal eine Erkenntnis. Da wir jetzt hier einige Sachen brauchen, komme ich wohl nicht drum herum. Kalksteinbergwerke, ja, machen wir noch. Den dann noch und... Nee, das macht eigentlich keinen Sinn. Ich habe hier Fäden. Damit wollte ich Stoffe für dich weben, aber ich kann sie dir geben, wenn du es selbst tun möchtest. Möchtest du die Fäden? Klar. Hier bitte.
Immer her damit. So, es geht los. Geblieben. Da oben komme ich gar nicht hin. Ja, genau. War nicht so einfach. Na, das war's wohl wahr. Ja. Na, mal gucken, wie ich mich anstelle. Immer. Vielleicht reicht das ja schon. Nein, da wollte ich nicht hin. Schon wieder? Hast du nicht erst was gegessen? Was? Du bist unwählerisch. Ich denke, du isst alles. Mag nichts. Ja. So, mal gucken. Aufwerten. Ich glaube, da brauchte ich. Das habe ich, das habe ich. Rädchen, okay. Bauen. Webstuhl. Ach, guck, Sägewerk kann ich jetzt bauen. Bauen wir das mal ganz weit weg. Gießerei. Webstuhl haben wir. Jetzt brauchen wir das und Kalkstein. Wie, du bist jetzt nicht glücklich hier. Das sieht großartig aus. Danke für deine Hilfe, Stella. Dieses Sägewerk ist so riesig, eine wahre Schönheit. Es gibt nur ein Problem. Bitte sei mir nicht böse. Ich habe kein Geld, um dich dafür zu entlohnen. Deshalb spricht man wohl von einem Gefallen. Verstehst du, was ich meine? Danke nochmal, Keimling. Das heißt, wie viel? Was muss ich tun? Gucken wir mal, was da am Ende bei rauskommt. Ups, das war keine gute Idee.
Sehe ich schon. Lass mich ein wenig helfen. Wenn du Baumstämme zersägst, musst du darauf achten, dass du genau Maß nimmst. Erst dann fängst du an zu sägen. Zweimal messen, einmal sägen. Du musst das Sägeblatt einfach nur ruhig halten und der Schnittlinie folgen. Wenn du schlampig arbeitest, kannst du einen kleinen Finger oder gleich den ganzen Arm verlieren. Oder noch Schlimmeres. Und noch ein Schlag mit dem guten alten Hammer, das bringt Glück. Aber jetzt probier es mal aus, du kleine Gaunerin. Fangen wir mal mit einem an. Ach Gott. Ja, das ist ja ein bisschen bescheiden. Zusammen einfassen. Naja, geht so. Wow, der war mal richtig gut. Naja, der weniger. Muss man ja auch mal Glück haben, nicht? Das war super. Jetzt kannst du Holz sägen wie ein Profi. Aber sei bitte vorsichtig im Sägewerk. Halte dich von den gefährlichen Sägeblättern fern. Nur weil du etwas Holz übrig hast, musst du dir noch lange nicht die Hand absägen. Hatte ich auch nicht vor. Okidoki. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Oder auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, viel Spaß!